So und so. Sehr gut. Ja, und dann auch hier die letzte Trap. Ah, ne, hier noch. Hier habe ich schon. Ja, hier habe ich schon alle. Sehr gut. Dann noch die hier. So und so. Und dann aufgesammelt. Und natürlich hier ebenfalls. Und ich hoffe, wir müssen auch in der ganz oberen Etage. Da haben wir, glaube ich, schon alle ersetzt. Das hier natürlich auch, oder? Alles raus damit. So und so. Und da gucke ich mal kurz. Ja, ne, der ganze Außenrand. Nein! Gut, da wird bestimmt was runterfallen, gehe ich mal von aus. Aber soll es. Dann sammeln wir es wieder auf. So. Gut, dann brauche ich erstmal den Schrägen wieder. Ich sammle mal das Holz auf. Da gucke ich mal den. So. Und hier ran gebappt. So. Alter, die Viechers, ne? Lauf doch immer genau da lang, wo ich gehe. Geh doch um mich rum. Sag mal. Die wollen mich echt provozieren, ne? Dra heißt. Na ja, gut. So. Stimmt, Alter. Und hier dieses Hühnerding, ne? Das kann ich eigentlich auch mal abreißen. Das haben wir einfach nie wieder benutzt. Ah, hier sind noch zwei. Ah, hier habe ich die benutzt. Ja, das ist natürlich doof. Ja, da muss ich so machen. Und so machen. Und dann sieht das von innen doof aus, ne? Ja, komm, hier lasse ich die. Hier lasse ich die, ausnahmsweise. Weil sonst, ja, ja. Weil wir hier halt die Kammer haben, ne? Sonst sieht das nachher komisch aus von innen auch. Deswegen mache ich das so. Und hier die Schrägen weiter. Also so ran. Sieht man, glaube ich, dann auch nicht, ne? Den Übergang. Ja, sieht gut aus. Kann man so lassen. Und habe ich hier dann alles durch? Hier unten? Ja, ne? Gut. Dann machen wir hier oben weiter. Dann nehmen wir wieder die langen. Und machen die hier dran. Nein. Ja, so war richtig. Nein. So. So. Da in die Mitte. Hier ran. Und da dran. Nee, das ist doof. Dann nehmen wir einen kleinen. So. Ja. Ja, ja, ja. Das sieht sehr gut aus. Und ja, dann noch als letztes diesen kompletten Außenrand. Da können wir uns ja Gott sei Dank eine Menge sparen. Weil dann nehmen wir nur die langen, oder? Gehe ich mal von aus. Ich reiß erstmal ab. So. Oh. Ich hoffe, das kracht nicht ein. Weil das jetzt in der Luft schwebt, ne? Oh oh. Deswegen baue ich hier doch schon mal. Merke ich gerade. Stimmt, die Stabilität. Da, es kann sein, dass die hier irgendwas halten oder so. Deswegen mache ich mal hier schon mal. Oh, voll geil sieht das dann aus. Ja. Das sieht richtig gut aus. So, hier ran. Zack. Gut. Man sollte es halten. Aber ich glaube, es wäre schon längst eingekracht, wenn es nicht gehalten hätte. Gut. Weg damit. Weg damit. Der und der. So. Ich mache erstmal alle weg, komm. Schnuffi natürlich. Nee, Flauschi. Schnuffi ist da hinten. Okay. Immer noch, ne? Das komplette LP über hat er nur hier oben gechillt. Ist aber fast Folge 1000 und der ist nicht einmal runtergegangen. Also am Anfang war er ja unten, ne? Aber dann irgendwann ist er hier oben gewesen und seitdem nie wieder runtergegangen. Sehr faszinierend. Keine Ahnung, was mit Schnuffi los ist, aber das hier ist auf jeden Fall sein Space. So, hält das hier noch? Ja, ne? Ja, ich glaube, das hält noch. Gut. Dann so. So. Hier. Hier. Oh, hier ist es mit zu kirschrot. Da baue ich mal doch sicherheitshalber so. Oh, der ist falsch. Habe ich den Teer? Ja. Gut, da war der Richtige. Warte mal, ich baue mal den, damit ich sehe, welcher der Richtige ist. Der ist falsch. Der ist richtig. So. Sehr gut. So, hier lang.
Oh, und dann haben wir das ja endlich durch. Oh, ist das hier eine schöne Aussicht. Ah. Mit den fliegenden Inseln im Hintergrund. Voll geil. So. Und der hier und der. Ja, hier, mal gucken. Ach, Hühner, warum gehst du genau jetzt hier lang? Du willst mich doch verarschen. So, das sollte ja doppelt so schnell gehen, ne? Weil wir immer zwei auf einmal setzen. Und Teer sollten wir auch genug haben. Oh, nee. So viel zu dem Thema. Naja, gut. Naja, was soll's. So. So, hier lang. Wie viel Teer haben wir noch? Immer noch ein. So. Sehr gut. Weitergemacht. Jetzt haben wir kein Teer mehr. Und wir brauchen auch gar nicht mehr so viel, ne? Nur noch einen halben Stack maximal. Ja, nicht mal, glaube ich. Oh! Wo kam der Leck jetzt her? Ich habe doch gar nicht nach da geguckt. Da, da leckt schon wieder. Scheiße. In unserer Base rumzulaufen ist echt ein wenig nicht mehr feierlich. Naja, gut, was soll's. So, ab nach oben. Und die letzte Fuge machen wir auch noch zu Ende. Haben wir das hier schön nochmal ordentlich verziert. So soll das sein. Run, run, run. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts anderes vergessen, aber wir brauchen, glaube ich, nur noch Teer, ne? Ah, hier habe ich ja schon. Und hier geht's weiter. So. Ach, die Portale zu den Jungs, stimmt. Die waren ja auch hier oben. So. 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 Überschneidend. Hier. Und das ist der letzte, ne? Nochmal alles abchecken, aber ich glaube ja. Ja. Und sieht jetzt deutlich hübscher aus. So will ich das sehen. Top. Und dann gehen wir jetzt nochmal hier die Treppen runter und gucken da nochmal überall. Aber ich habe nichts vergessen. Nein. Bei der Kante nichts vergessen. Das lasse ich so. Wobei ich hier eigentlich ganz gern, warte mal, noch einen schrägen hoch. Aber hier gegen. Ja, das ging nicht, ne? Weil er dann sonst oben rüber ragt. Hatte ich, glaube ich, schon mal probiert, wenn ich so mache. Wie sieht denn das aus? Das einfach mal bis nach oben ziehen. Nee. Der weg. Ja, dann lasse ich so. Ist zwar ein bisschen so Überstand, aber was soll's. Ja, das sieht ganz gut aus so. Hier ist der Balken zwar ein bisschen komisch, aber daran erinnere ich mich noch. Wir hatten keine andere Wahl, als es so zu machen. Das war ja die übelste Friemelei. Aber das wollte ich ja gar nicht nachchecken, sondern das hier wollte ich überprüfen. So. Ja, alles richtig. Hier nochmal den Rand abgehen. Sehr gut. Dann hier der Rand. Der Rand und der. Hm. Ja, das sieht gut aus. Hier nach unten. Da ist auch einer. Sehr gut. So. Hier ist auch alles durch. Ja. Und hier unten hatten wir ja begonnen, ne? Warum sieht das so komisch aus hier und bei dem anderen nicht? Weil ich den hier noch gemacht habe, ne? Normalerweise. Hier gegen. So. Oh, wir haben gar kein Kernholz. Wir haben nur eins, ne? Wir brauchen zwei. Das mache ich nochmal fix. So. Und dann nach hier und hier ging so. Warum fällt mir das jetzt erst auf? Wie lange sind wir hier lang gegangen? Wie oft? So, oh ja, viel besser. So. Ach, Plusti. Ich war zuerst hier. So, dann hier lang. Hm, das sieht gut aus. Ja, und hier unten hatten wir ja gerade alles. Da habe ich ja sogar jetzt diese Kante hier gemacht. Hier sieht es irgendwie ein bisschen komisch aus, ne, mit den Stufen. Das sieht bei den anderen Etagen nicht so komisch aus. Ja, doch. Ja, doch. Aber was soll's. Gut.
Dann haben wir hier Eisen. Das können wir auch nochmal auffüllen. Let's go. Stimmt, wir haben wohl gar nicht unser Standardprozedere gemacht, ne? Machen wir gleich mal. Zwambo. So. Halt. Das so. Und dann können wir von hier hinten einen neuen hier hinpacken. So. Ich überlege gerade, drei rauszunehmen, damit immer direkt der Zwambo fertig ist, aber nö. So. Und angemacht. Wir müssen nachproduzieren. Wir haben ja Gott sei Dank genug Erz. Von unseren Suchen nach Ketten haben wir uns permanent durch den Schlamm gekämpft. Aber, ne? Vor allem stimmt, ich habe auch sehr häufig einfach Eisen liegen lassen, ne? Wir haben trotzdem so viel. Ja, moin. Gut. Kohle weg. So. Dann nochmal nach Met gucken. Die sollten ja mittlerweile durch sein. Hat mich jetzt auch gewundert. So, her mit den Mate. Und da den Flachs, das haben wir auch schon durch. Sehr gut. Dann packe ich den mit hier rein. 6 Stück. So. Und außerdem hier. Ja, machen wir auch, dass wir dafür drei haben, ne? Haben wir wieder 3 von allen. Finde ich ja nicht schlecht. Und den Teer können wir wegbringen. Das Holz hingegen bringe ich mal nach oben. Zu unserer Schmatzi, Alter! Willst du mich erschrecken, oder? Darf ich hier nicht durch? Darf ich durch? Darf ich bitte durch? Ist das ein Nicken? Ja, ich darf durch! Okay, danke schön. Gut. Ja, dann gehe ich mal nach oben. Oh, hier lag noch Holz, ne? Jo. Gut. Und das schmeiße ich mal in die Kiste rein. Und dann würde ich sagen, wir sammeln mal unten das Holz auf. Oh, so. Na gut. Dann ist die Kiste wieder bis oben hin gefüllt. Dann gehe ich mal nach unten, sammle das Holz auf. Und auch die Eier, die die ausgebrütet haben. Hier liegt kein bisschen Holz, ne? Krass. Oh! Haben sie die aber fein säuberlich in Reihe gelegt. So, Alter, sind das viele... Okay, das reicht locker. Ihr seid wieder frei. Tschüss. So. Weg damit. Und weg damit. Und viel Spaß beim Rumlaufen. Und vielen Dank fürs Korpulieren. So. Achso, wir haben den Hammer ausgewählt. Nee, du musst mal beiseite gehen. Tschüss. Hä, wir können die ja doch schieben. Wahrscheinlich nur nicht, wenn sie festgeglitscht sind, ne? So, wie viele Eggs haben wir? 7. Soll ich 7 aufbewahren oder soll ich noch 5 züchten? Weil wir haben hier schon so viele, ne? Warum sind denn die alle hier? Ach, weil hier der Farn war. Ah. I see, I see. Aber, ich noch welche züchten? 1, 2, 3, 4, 5. Aber hier sind doch mehr als nur 5, oder? 6. Und ein Wolf. Einer der Wölfe, der noch lebt. Stimmt, da brauchen wir eigentlich auch noch Notwölfe. Aber wir haben ja theoretisch die da oben. Ne? Und übrigens, das hier wollte ich auch abreißen. Weil das frisst auch eine Framerate und die Hühner da oben auch. Und das machen wir jetzt auch. Erstmal pennen gehen, ne? Ja. So, aber vorher würde ich noch mal ganz kurz in die Nebellande gehen und haben wir genug? Warte mal, wie viel Gewicht da passt. So. Her damit. Her damit. Und hiermit ebenfalls. Und dann gehen wir mal kurz zu denen da hinten. Und wenn wir dann auf dem Rückweg wieder bei unseren Hauptdingern vorbeigehen, dann sollte da vielleicht wieder einer drin sein. Wenn nicht sogar 2. Ich höre einen Gyal. Aber ganz schnell weg hier. Ich habe nicht mal Magie-Food gegessen. Völlig schutzlos. Könnte ich mal ein Energieschild machen jetzt. Nö. Haben keins nachproduziert. Na los, kommt. 5, 4, 3, 2, 1. Gut, verkackt. Aber ich bin ganz ehrlich, normalerweise würde ich ja jetzt auch nochmal die Trauben holen. Aber... Die Trauben zu sammeln, anstatt sie anzubauen, ist doch deutlich effektiver. Da hattet ihr wirklich recht. Also, einfach nur draußen ein bisschen rumrennen.
Oh. Sollte auf jeden Fall helfen. So, und Eier packe ich mal. Ich packe mal alle 7 hier rein. Hauptsache, wir haben welche. Ne? So, hervorragend. Und da würde ich sagen, wir gehen mal pennen. Denn es wird nicht nur Nacht, es regnet auch. Ist aber schnell. Schmatzi, Alter. Keine Ahnung, was mit ihm los ist. Er ist ein bisschen hyperaktiv. Ich glaube, das ist kein Tier, was fürs Haus geeignet ist eigentlich. Aber gut, jetzt haben wir ihn. Ich würde sagen, gute Nacht. Guten Morgen. Und da würde ich sagen, ab nach unten. Ins Lager gejumpt. Dann holen wir uns mal unsere Klinge. Und kümmern uns um unsere Hühnchen. Wird ja mal Zeit allmählich. Weil ich glaube auch, dass das ein bisschen der Framerate zugute kommt. Bin ich ehrlich. Also mal schauen. Ach. Verdammt. Idiot. Obwohl, ist da eine Schmiede? Bitte lass da eine Schmiede sein. Ist sie nicht, ne? Nein! Warte mal. Wie viel Leben hat das Ding hier noch? Wenn ich das versuche, mit der Spitzhacke zu bearbeiten. Macht auf jeden Fall gelben Damage. Aber wie viel denn? Das dauert mir zu lang. Obwohl, eine Schmiede zu holen würde mir zu lang dauern. Dann mache ich das so. Ich könnte auch eben Magiefood essen und einen Trollraum schmeißen. Und die Trolle... der Troll könnte dann von den Asklins gelegt werden. Oh, Alter, dauert das lange. Okay, warte, ich mach das mal anders. Ich gehe kurz hinein. Und ich hol mal kurz Schmiedestaff. Also ein 10er Holz. 8. So. Dann 4 Stein. So. Oh, wir müssen gleich nach unten Kohle holen. Und 6 Kupferbarren. So. Und da müssen wir dann gleich... Stimmt, da kriegen wir auch übelst viel Eisen wieder, ne? Von unserer Hühnerkonstruktion. Da spare ich mir das auch mal, eine neue Fuhre anzumachen. So, und hier Eisen rein. Und Kohle brauchen wir 4 Stück. Zack. War noch 4, ne? Gut. Hätte mich jetzt auch gewundert. Sag mal, Spatzi. Was ist denn mit dir? Willst du spielen? Frag Flauschi. Der mag das bestimmt. So, Schmiede hin. Hui. Und zwar hier hingebaut und abgerissen, der Shit. Und das dauert ewig zum Ausrechnen. Hm, ich baue hier mal kurz ein paar Traps so hoch. So. Und hier dran. Oh, das kracht ein, ne? Sollte es zumindest. Na komm! Na komm! So. So. Hier dran. Und hier hoch. Alter, was das damals für ein Aufwand war, das zu bauen, ne? Sind die Hühner? Ach, da drin. Gut. Dann reiße ich mal das, den und den weg. Das war ja unsere Wurfhilfe damals. Dann die Dinger hier weg. Kriegen wir wieder ein bisschen Kohle, ne? Super. So. Und so. So und so. Hör mit dem Stuff. Mit dem hier ebenfalls. Und dann klemmt ihr da fest. Und ich hoffe, ich kann euch hier erwischen. Nein! Shit. Ja, dann muss ich sie unten umbringen. Dann rutschen sie nach unten und dann bringe ich sie da um. So. 8. 1. 2. 3. 4. Oh, die war hübsch. Hier. 5. 6.
7. Und 8. Sorry, Bro. Aber es muss sein. So, dann können wir hier mal ein bisschen helfen beim Abreißen, ne? Ich gehe mal nach oben und mach vor allem diese Eisenträger weg, weil die brauchen Ewigkeiten, um sich auszurechnen, dass sie jetzt abgerissen werden. Also, dass sie nicht mehr stabil sind, meine ich. Ich mache einfach mal so querbeet rein. Da, ne, die ganzen Eisenträger. Ich baller mir mal Ausdauerfood. So. Alles weg. Reduziert das eigentlich auch Ausdauerkosten, wenn man Klamotten trägt? Ja, ne? Hammer ist ja ein Basis-Item. Und Basis-Items... Ne? Der Ausdauerverbrauch von Basis-Items wird reduziert. Ich glaube, das zählt. So. Oh, das macht schon Spaß, bin ich ehrlich. So, so, so. Ja, keine Ausdauer mehr. Ich glaube, der Rest kracht doch so ein. Ich kann derweil schon mal den Stuff zusammensammeln. So. Und wir sind überladen und schmeißen es vor unser Portal. So. Holz. Und Holz und Eisen. Ja, das Eisen wird, glaube ich, am schwersten sein. Den Rest, den habe ich jetzt nicht draufgeworfen, damit er sich stackt. Teer zum Beispiel. Ist ja von den Dächern, ne? Ich würde da doch noch mal ein bisschen nachhelfen. Es dauert mir nämlich zu lang. So. So, so, so. Ich glaube, der braucht hier auch länger zum Ausrechnen. Wegen dem da, ne? Wegen unserer Base, kann das sein? So. Alles klar, weg damit. Und der Hammer ist genau kaputt beim letzten Ding. Ja, bei denen müssen wir jetzt warten, bis sie eingekracht sind. Ach ja, und die muss ich auch noch mitnehmen. Stimmt. Ja, gut. Dann gehe ich hier schon mal hin. Wir müssen ja gleich sowieso nochmal wieder kommen. Oder kann ich hier meinen Hammer reparieren? Nee, ne? Nö. Ich glaube nicht. Also hör damit und hindurch. Schlepp, schlepp, schlepp. Gott sei Dank sind das ja nicht viele verschiedene Ressourcen. So wie das Holz. Das sind einfach 5 Stacks. Ja, moin. Ich schmeiß das aber trotzdem mal alles hier so runter. So. Zack. Und dann reparieren wir kurz den Hammer. So. Und wir gehen nochmal nach unten. Und da können wir auch den ganzen anderen Stuff abreißen, der da noch ist. Ja, die Klinge hätte ich auch gerade wegbringen können, fällt mir auf. Aber was soll's. So. Erstmal die Schmiede. Die Sachen sind auch alle eingekracht. So will ich das sehen. Das und das. Hör damit, hör damit. Laggedy lag. So. Liegt hier noch was? Da ist Stein. Ne, ein Brett. Okay, gut. Warum kann ich hier bauen? Ach, die Workbench da. Wahrscheinlich. Hä? Warum kann ich hier bauen? Ach, von der Workbench hier unten drin, oder was? Die hat so eine Reichweite? Okay, das ist ganz schön krass. Das wusste ich gar nicht. Naja gut, wie auch immer. Das Ding bleibt natürlich stehen. Ne? Und da wollte ich eigentlich auch mal gucken, ob da die Wölfis noch sind. Bitte ja. Ja, sind sie. Da sind sogar 2 und da sind 2. Und die Schweine auch, ne? Könnten das Wildschwein töten und 2 von denen. Aber ich glaube, ich lasse sie sicherheitshalber mal leben. Wer weiß, wer weiß. Und wir könnten eigentlich auch noch mal eine Runde wandern gehen, ne? Mal gucken. Das können wir nächste Aufnahme machen. Habe ich Bock drauf. Und ansonsten ist ja alles sauber, ne? Hervorragend. Können wir mal einen durchgehen. So. Ab nach hier hinten. Und den ganzen Krempel, den wir weggeworfen haben, können wir jetzt natürlich nicht automatisch aufsammeln, weil wir sind nicht durch ein Portal gegangen und in einem anderen Areal gewesen. Deswegen müssen wir das jetzt manuell machen. So. 10 Eisen haben wir dafür verbaut. Not bad. So, machen wieder rein. Und da können wir doch noch eine Fuhre anschmeißen, wa? Mache ich auch. Teer, Stein, Federn. Dann hier Kleinviehfleisch. So. Der kommt
So, das wird repariert und wieder in die Kiste getan. Zack. So. Und rein damit. Hä? Ach so. Ach. Ich habe die Spitzhacke repariert, ne? Die habe ich ja auch eben gerade benutzt. So, jetzt aber rein damit. Kohle haben wir auf Tasch. Denn ich würde tatsächlich doch noch eine Fuhre Eisen anmachen. Ich dachte, vielleicht füllt das jetzt, dass der letzte Stack auch da ist. Aber dem war nicht so. Also geben wir mal noch einen Zwambo. Und hier nochmal einen Fuffi. Und let's go. So. Und hier nochmal. Damit hier mal schön alles auf Halde ist, ne? Ihr kennt mich ja. Weil ich sowieso irrelevant, weil ja bald Folge 1000 ist. Aber ich will das hier natürlich dann, ne? Soll hier ja alles solide sein. So. Und Co. Hervorragend. Ja, der Met, das glaube ich nicht, dass der schon durchgelaufen ist. Und tatsächlich habe ich damit dann die heutigen To-Dos, die ich mir aufgeschrieben habe. Es waren ja nur zwei. Habe ich durch. Und ich bin auch ganz froh, dass wir das jetzt hier so gelöst haben. Das sieht viel schöner aus als mit diesem. Ne? Sehr gut. Wobei das hier irgendwie noch ein Stück dahin könnte. Warte mal. Ich probiere mal. Ob wir den auch. Warte mal. Nicht so, sondern ich mache mal Ende 1 und dann. Ja, nee. So auch nicht. Ach so, weil ich die jetzt schon platziert habe. Ja, nee, nicht so, sondern noch ein Stück weiter vor. Ich probiere mal Folgendes. Wenn ich sage, mache den hier weg und mache den so. So zum Beispiel. Und probiere das nochmal. An dem. So, ne? Ja. Ja, sogar noch ein Stück nach vorne. Warte. Ich mach den hier nochmal. Oh. Ich mach den hier nochmal weg. Und schieb ihn noch ein Stück vor. So. Da war schon wieder ein zweites Einkraftgeräusch, ne? Oder was auch immer das war. Bitte lass hier nichts eingekracht sein. Bitte nicht. Nee, das Scheiße, das ist jetzt zu weit vorn. Nein, das war perfekt, wie es vorher war. Hätte ich es mal so gelassen. Gut, ich mach's wieder so, wie es vorher war. Also so, so ungefähr. Ja, na klar. Sonst überlappt es ja an der anderen Stelle. Ja, so. So ist gut. So lassen wir das jetzt. Und der hier weg. Hingebaut. Und außerdem so. Ah, so könnte man vielleicht auch so machen. Ach nee, das geht nicht, ne? Dass man das genau in der richtigen Höhe macht, aber ich glaube, das wird ein Ding der Unmöglichkeit. Ich mach's so. So gegen und so. Und hier genauso. An den dran. Sehr gut. Ja, so bleibt das. Und dann sollten wir auch unser Inventar aufgeräumt haben. Unser Hammer ist jetzt ein bisschen gedamaged, aber passt schon. Denn ich habe ja schon gesagt, das wird eine kurze Aufnahme. Das bedeutet, ich würde die Aufnahme dann wieder einmal fürs Erste beenden. Und bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und fürs Dabeisein. Und ich bitte um ein Abo, um ein Like und einen Kommentar. Das wisst ihr ja bereits. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.